Was geht ab? Welcome back to Tino Fresh Food Customs. Freut mich, dass ihr wieder da seid. Wieder kräftig eure Handys in Händen habt, euer Laptop vor sich stehen und hier Tino Fresh Food Customs. Ja, perfekt. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen heute was mit Lachs. Auch ein bisschen so mediterran, thailändische Art, auch mit Curry. Und zwar benutzen wir diese Currysoße, die wir letztes Mal bei den Muscheln gemacht haben, benutzen wir heute wieder für das Gericht, was ich jetzt mache. Und zwar ist es so eine Art Gemüse-Tatar mit Lachs, Currysoße, ein paar nette Miesmuscheln dabei, ein bisschen hübsch ausgarniert. Und ja, das werdet ihr gleich sehen, deswegen gehen wir auch gleich auf die Zutaten runter. Dann erkläre ich euch kurz, was wir da haben. So, einmal haben wir den Lachs hier stehen. Dann haben wir ein Fenchel. Diverse Kräuter, frischer Oregano, frischer Thymian. Das sind Kräuterseiblinge, also Pilze. Hier seht ihr einen groß. Das ist ein Kräuterseibling. Südafrikanische Zucchini. Ja, sehr cool. Habe ich auch hier. Das zeige ich euch auch mal kurz. Das ist eine südafrikanische Zucchini. Cool sieht das aus, oder? Geil. Dann haben wir ein bisschen Zwiebel, Knoblauch, kleine gewürfelte Tomaten mit bisschen frischen Oregano, die Muscheln für nachher, bisschen Butter, dann noch ein bisschen Kokosmilch, ein bisschen Weißwein, Salz, Pfeffer. So, ich habe hier den Fenchel, ja? Den lege ich einfach nur, oder ich stelle ihn in meine selber gemachte Marinade rein. Das ist einfach nur ein bisschen Honig, Wasser, etwas Gemüsebrühe, lauwarm, einfach nur reinstellen und bis zum Anrichten einfach drin liegen lassen. Zu unserer Marinade kommt natürlich noch ein bisschen frischer Oregano, frischer Rosmarin, lege ich einfach mit rein, lasse es so liegen, fertig aus. So, jetzt geben wir ein bisschen Zitronenöl rein, dann unsere Butter. Wir lassen das alles leicht zerlaufen. Als nächstes unsere Zwiebeln und der Knoblauch. So, dann schmecken wir das Ganze schon mal ein bisschen ab. Pfeffer, Salz einfach nur. Danach geben wir unsere Pilze rein. Plus die Zucchini. So, jetzt löschen wir das Ganze mit einem kleinen Schluck Weißwein noch ab. Ja, das reicht. Lassen das Ganze etwas einkochen. Und zuletzt geben wir den frischen Oregano und die Tomaten hinzu. So, ich schwenke das Ganze natürlich durch. Ihr könnt es ja mal versuchen daheim, wie im Pfannkuchen. Bam, 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 bam. So, jetzt hat es alles noch gut Biss. Jetzt schieben wir das Ganze erstmal zur Seite und lassen es ein bisschen ruhen. So, jetzt kümmern wir uns um den Lachs. Der Wok steht, der Wok ist heiß. Jetzt kommt wieder ein bisschen von unserem leckeren Zitronenöl rein. So. Dann haben wir unsere schönen Lachsfilets. Braten wir jetzt leicht scharf an. So, nach ungefähr einer Minute drehen wir das Ganze um. Richtig schön leicht goldgelb. Jetzt drehen wir die Pfanne aus. Geben wir noch unsere frischen Kräuter mit dazu, den Rosmarin und den Thymian. Schmecken das Ganze noch leicht ab mit Salz, Pfeffer. Jetzt habe ich noch eine halbe Limette, die pressen wir auch noch mit rein, löschen das Ganze etwas ab, dann gibt es alles eine schöne Säule. Jetzt Deckel drauf und zur Seite stellen, einfach ruhen lassen. So, jetzt kümmern wir uns um unsere Miesmuscheln, dann nehmen wir auch wieder ein bisschen leckeres Zitronenöl rein. Die Muscheln hinzugeben. Auch leicht abschmecken. Schau mal das Ganze. Dann habe ich hier noch ein bisschen Weißwein übrig, das schütte ich gerne rein. Und von unserer leckeren Brühe, wo wir unseren Fenchel eingelegt haben, nehmen wir auch eine Kelle. Löschen das Ganze etwas ab. Ja. Und zu guter Letzt unsere Kokosmilch, geben wir auch hinzu. So, die Muscheln sind drin, die ganzen Zutaten sind drin, wir machen das Ganze jetzt auch zu. Lassen das Ganze auch 3-4 Minuten drin, machen den Herd aber aus, stellen es zur Seite
Und dann können wir auch demnächst schon anfangen anrichten. So, jetzt würde ich sagen, let's go anrichten. Patz. Das war's schon wieder. Geil, lecker mit der Kombination vom letzten Mal. Muscheln, Currysoße, Fenchel, Lachs, Honig, Brühe. Geil. Probieren, nachmachen und Messer und Gabel raus. Let's go. Vielleicht mal ein Feedback geben. Ja? Schreibt mal Kommentare, so, wie ihr das überhaupt findet, was ich hier tue. Würde mich sehr freuen. Ansonsten, wenn es euch fällt, dann folgt mir einfach YouTube, Facebook, Tino, Fresh Food Customs. Einfach eingeben, Videos anschauen, wow denken und sagen, ey Mann, ey, den gucke ich wieder an. Auf jeden Fall sage ich jetzt dann wieder, danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal, Tino, Fresh Food Customs. Yo!